Heute sprechen wir über den Unabhängigkeitstag, der in Polen stattfand, und schau mal, was die Medien darüber berichten. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie gerade erwähnt, sprechen wir über den Unabhängigkeitstag, der wie jedes Jahr am 11.11. in Polen stattfindet, und ja, schauen einfach mal ein bisschen genauer drauf, was die Medien dazu berichten haben, beziehungsweise was die deutschen und polnischen Medien dazu sagen haben. Und ja, mir sind da einige Sachen aufgefallen, die ich euch gerne präsentieren möchte, und dazu nehme ich euch am besten direkt mit bei mir auf meinem Bildschirm. So, jetzt müsstet ihr eigentlich auch meinen Bildschirm sehen können, und es ist ja ganz klar, was man sich eigentlich hat auch schon denken können. Die deutschen Medien, wie jedes Jahr, berichten nicht immer gut von dem Unabhängigkeitstag. Wir werden wirklich jetzt hier nicht alles durchgehen. Ich möchte euch wirklich nur mal etwas zeigen und einfach mal so einen Unterschied zeigen, was deutsche Medien und polnische Medien berichten, wenn man von dem Unabhängigkeitstag spricht oder wenn man etwas über den Unabhängigkeitstag erfahren möchte. Also erstmal schauen wir hier mal eine Seite, das ist hier die Seite taz.de. Überhaupt erstmal die Headline: Wir müssen kämpfen, was überhaupt eigentlich nichts mit dem Unabhängigkeitstag zu tun hat. Hier haben wir dann auch nochmal etwas kleiner geschrieben, Unabhängigkeitstag in Polen. Und dann haben wir hier schon mal sowas wie so die ersten zwei Sätze direkt unter der Headline: Peace-Chef Kaczynski will den Machtwechsel nach den verlorenen Wahlen verhindern. Ein Nationalistenmarsch lief am Samstag durch Warschau. Also hier muss ich erstmal sagen, das sind für mich wirklich komplett zwei verschiedene Themen. Zu einem hat die Peace die Wahl nicht verloren. Die haben eigentlich die Wahl gewonnen, nur halt nicht mit der Mehrheit. Man muss auch sagen, zum dritten Mal in Folge hat die Peace-Partei die Wahl gewonnen. Und das sind wirklich hier zwei verschiedene Themen. Also einmal, was die Wahl betrifft, denn die Wahl ist gelaufen, da kann man eh nichts mehr verhindern. Das, was jetzt ist jetzt schon geschehen, ein Punkt aus, da kann auch der Kaczynski nichts mehr daran ändern. Und zum Zweiten geht es hier um den Unabhängigkeitstag. Also hier werden erstmal zwei Themen ineinander vermischt, was meiner Meinung nach einfach ein bisschen unprofessionell ist, meiner Meinung nach zumindest. Dann schauen wir mal weiter natürlich. Habe ich hier noch einen Bericht, hier Fackelmarsch der Nationalisten in Polen am Unabhängigkeitstag. Dann sieht man hier auch junge Leute, die hier mit den Fackeln rumlaufen. Klar, also wie gesagt, wir lesen uns das jetzt hier nicht alles durch. Mir geht es jetzt hier wirklich nur um die Headlines. Ihr könnt euch das hier durchlesen, ich habe mir das durchgelesen. Schaut euch das an und macht euch euer eigenes Bild darüber. Und dann haben wir hier auch nochmal einen kleinen Bericht, wo hier auch von Nationalisten gesprochen wird. Und mich hat sich dann eigentlich die Frage gestellt, hier wird immer so viel von Nationalisten gesprochen, was ist überhaupt jetzt eigentlich ein Nationalist? Also ich weiß, was ein Nationalist ist, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Medien, die deutschen Medien, vielleicht nicht ganz wissen, was ein Nationalist ist. Und dann dachte ich mir, ich schaue einfach mal, was ein Nationalist ist, zumindest was das Internet sagt in Deutschland, was ein Nationalist ist. Und dann habe ich mal ganz doof geschrieben, was ist ein Nationalist? Und dann haben wir hier natürlich ja sofort auch die Bedeutung, Anhänger des Nationalismus. Und um jetzt hier nicht irgendwelche langen, kilometerlangen Wikipedia-Einträge zu schauen, habe ich hier etwas ganz Interessantes gefunden. Was ist Nationalismus für Kinder erklärt? Also auf wirkliche, ganz einfache Art und Weise für Kinder erklärt. Schauen wir mal drauf. Eine solche Weltanschauung, die die eigene Nation überhöht und andere Nationen abwertet, wird mit Nationalismus bezeichnet. Okay, jetzt wissen wir schon mal, was Nationalismus ist. Oft treten Nationalisten aggressiv und drohend auf, denn sie haben nur die eigenen Interessen im Sinn und diese dürfen nicht in Frage gestellt werden. Also gut, und jetzt wissen wir auf jeden Fall, was ein Nationalist ist. Ne? Und dann sehen wir natürlich, das sind hier die Nationalisten. Hier wird ja von 40.000 oder 90.000 Nationalisten gesprochen. Also wirklich aggressive und drohende Menschen. Ne? Gut. Und dann dachte ich mir, ich gebe einfach mal ganz doof ein, Unabhängigkeitstag Polen, und schaue einfach mal, was mir Google ausspuckt. Ja, und dann sieht man hier auch schon hier die Bilder. Wenn man dann hier auch schaut, so die Videos hier, ne, dann hat man hier auch irgendwelche, ja, kann man so leicht drauf schauen, hier die Headline auch schon, Nationalistenmarsch und so weiter und so fort. Wenn wir mal auf Bilder klicken, also wir schreiben hier Unabhängigkeitstag Polen und dann Bilder, und dann sieht man hier natürlich, so wie auch hier der Nationalist beschrieben ist, aggressiv und drohend, sieht man hier natürlich dann auch
hier ja, nicht sehr freundliche Bilder. Also dann kann man natürlich den Eindruck kriegen, wenn man noch nie auf so einem Nationalistenmarsch war, ich nehme jetzt mal die Worte, die deutschen Medien benutzen, dann kann man schon hier Angst kriegen. Ne? Hier schaut mal, der haut hier gleich auf die Nase, das sieht man ganz klar. Ne? Und natürlich, was haben wir hier? Natürlich auch hier Leute, die dir gleich den Kopf einschlagen wollen. Zumindest ist das so mein Eindruck, wenn ich dann hier so drauf schaue. Dann geben wir hier auch mal ein, hier also mit Datum, genau das gleiche, maskierte Leute hier, Fackeln und so weiter. Natürlich keine positiven Bilder hier auch, immer sieht man hier sofort Flamme und alles. Dann habe ich mir mal den Spaß erlaubt und genau das gleiche einfach mal auf Polnisch aufgeschrieben und dann gegoogelt. Und dann habe ich hier einfach geschrieben, Dzień Niepodległości Polski. Das ist genau das gleiche, nur auf Polnisch geschrieben. Und dann schauen wir mal erstmal hier, wenn wir hier runtergehen, das ist, also ich zeige das jetzt hier nochmal, ne? Also wir gehen hier auf alle, welche Videos mir hier vorgeschlagen werden. Ja, schaut mal, Görlitz, Unabhängigkeitstag, ja, hier Nationalistenmarsch. Und hier, wenn ich das auf Polnisch eingebe, schaut mal, da wird auf YouTube für Kinder erklärt, was der 11. November bedeutet. Ja, also das ist schon mal der eine Unterschied. Und jetzt schauen wir nochmal uns die Bilder an. Ganz andere Bilder, schau mal, ganz andere Bilder. Hier, also ich sehe hier keine aggressiven und drohenden Menschen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil eigentlich. Hier sieht man, wie sagt man das, Wallpapers, ne, Hintergrundbilder, einfach nur irgendwelche Flaggen und so weiter. Ne, also das ist zumindest so mein Empfinden, total alles entspannt. Hier haben wir dann auch, ich weiß nicht, irgendwelche Kinder. Das sind hier wahrscheinlich die aggressiven und drohenden Menschen, die auf den Marsch, die auf den Nationalistenmarsch marschieren gehen. Also das ist zumindest das, so wie ich das jetzt hier so sehe. Also ich hätte natürlich Angst, bei diesen Bildern auf so einen Nationalistenmarsch zu gehen. Klar, total aggressiv, ne? Sicher. Also da sieht man eigentlich dann auch, was der Unterschied ist, wenn man in den deutschen Medien schaut, was der Nationalfeiertag ist und was in Polen ein Nationalfeiertag ist. Das sind hier wirklich zwei paar verschiedene Schuhe. Man muss sagen, Polen ist ein patriotisches Land, kann man auch nicht abstreiten. Patriotismus und extremer Nationalismus sind wirklich zwei paar verschiedene Schuhe. Die Polen, die lieben einfach ihr Land und das sieht man auch natürlich hier auf den Bildern. Ihr könnt euch natürlich auch noch weitere Artikel anschauen. Ihr könnt euch ruhig Videos auf YouTube anschauen, wo gezeigt wird, wie es in Wirklichkeit aussieht. Jetzt nur meine eigene persönliche Meinung noch zu diesem Ganzen. Man muss sagen, ich finde das echt sehr schlimm, was da die deutschen Medien manchmal vorzeigen. Ihr müsst euch das jetzt einfach mal so vorstellen. In Deutschland gibt es ja auch diesen Nationalfeiertag, das ist zum Beispiel der 3. Oktober. Und jetzt stellt euch mal vor, dann schreiben jetzt die polnischen Medien irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Nationalisten marschieren mit Fackeln und machen Stress oder sonst irgendetwas. Ich denke, das würde auch nicht der deutschen Bevölkerung gefallen. Man muss auch ganz klar sagen, das sind hier die Medien. Und auch muss man natürlich sagen, von beiden Seiten, dass die Politik da auch ihre Finger mit im Spiel hat. Ich bin manchmal wirklich sehr entsetzt darüber. Man muss auch immer beide Seiten sehen. Man kann nicht nur immer mit dem Finger auf der einen Seite zeigen, denn zugeben muss man auch, dass die polnischen Medien auch nicht immer alles einwandfrei schreiben, was Deutschland angeht. Aber da hat einfach die Politik ihre Finger mit im Spiel und ich kenne wirklich beide Seiten. Ich muss sagen, ich kenne einige Leute, die wenig Ahnung von Polen haben. Genauso kenne ich viele Leute hier in Polen, die noch nicht einmal in Deutschland waren und die Deutschland nur aus den Medien kennen. Und natürlich, wenn man dann solche Berichte sieht, was die deutschen Medien da wiedergeben oder was auch manchmal teilweise polnische Medien über Deutschland wiedergeben, das ist natürlich nicht schön. Ich verstehe, politisch gesehen sind die beide nicht auf einer Wellenlänge. Ich finde trotzdem, man muss irgendwie miteinander klarkommen und man muss auch einfach akzeptieren, Deutschland ist Deutschland, Polen ist Polen und so ist es einfach. Trotzdem würde ich persönlich sehr schön finden, wenn einfach beide Nationen oder zumindest die Bürger, jetzt nicht auf politischer Ebene, das ist eine ganz andere Welt, aber wenn zumindest die Bürger nicht immer so fixiert auf die Medien sind und alles glauben, was in den Medien gezeigt wird, vielleicht einfach, die Polen sollen vielleicht mal nach Deutschland fahren, sich das dort angucken, sich mal mit den Menschen unterhalten und andersrum genauso und vielleicht versteht man noch ein bisschen mehr voneinander und dann kann man auch eigentlich ganz gut sehen, dass beide Länder miteinander super zurechtkommen. In diesem Sinne,
danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.